Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar reden wir, wir öffnen heute Splitter, denn wir haben aktuell ein etwas sonderbares Splitter-Event aktiv. Wir haben einmal das Event aktiv, wenn wir 15 Secrets öffnen, dass wir garantiert Helia bekommen. An sich das Event finde ich gut, aber direkt nach einem Zweifach-Secret-Event, zumal wir dann letztes Mal auch noch das 10K-Special haben, über 1000 Secrets geöffnet haben, also heilige Splitter. Dazu gibt es noch ein Video. Ich warte bloß, bis das Video runtergeladen ist. Öffnen wir heute aber leeren Splitter, denn wir haben eine 10-fach-Chance auf, ihr seht richtig, auf Kriegsherr. Und das ist ein Champ, den ich unbedingt haben will, denn ich habe ihn nicht. Generell Voidlegs sind bei mir eine Katastrophe. Mein aktueller Mercy-Counter ist bei 35, also nicht wirklich gut. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir eventuell den pullen. Dann würde ich sagen, wir fangen gerade an. Ich räume jetzt nochmal schnell auf und dann sehen wir uns wieder. Schnell aufgeräumt. 102 Plätze haben wir, 113 Splitter. Legen wir los, denn es dauert ja ein bisschen. Wir können immer nur einen öffnen. Irgendwie ist es aber auch gut. Warum auch immer. Kann man sagen, dass es gut ist. Es freut mich. Jetzt kann man was gucken. Und zwar, ihr hört gar nicht so jetzt. Los geht's. Der erste war Mist. Der zweite ist Mist. Zu Champions, die generell als Food genutzt bzw. wegpackt, sage ich jetzt nichts mehr. Tagesmission abgeschlossen, genau das wollen wir. Ich habe sogar die Tröte ready. Ich habe die Feldtröte und die gute Tröte, die jetzt inzwischen ziemlich scheiße aussieht. Aber egal. So, einen epischen. Wen haben wir? Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Nö. Mordbrüller. Mordbrüller, muss ich was sagen, Mordbrüller ist einfach ein geiler Champ. Im Stunset sehr schnell machen, funktioniert super. Man kann auch mal zwei spielen. Hat ja Stu gerade ein Video gemacht, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, einen Champ, den man unbedingt leveln sollte, wenn man noch im Progress ist, beziehungsweise generell Probleme mit Waves hat. Dazu gibt es einen Guide, Mordbrüller 2.0. Einfach mal anschauen. So, wir ziehen Lua. Brauchen wir nicht. Nicht mehr. Renegade, die Abtrünnige, das ist gut, Cooldown Reset. In manchen Fällen besser als Prinz Keimer, weil man nicht will, dass alle zurückgesetzt werden. Das macht den Run zum Teil safer. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie wir 114 haben angefangen, ne? Ja, 114. Mal gucken, ob wir tatsächlich den Mossy-Counter komplett quälerin. Ein sehr guter Champ. Unkillable Teams. Wer welche baut, weiß, dass man sie da braucht. In vielen Teams. Wobei jetzt ja inzwischen dann schon mal um die Unkillables drumherum gespielt wird, dank Progni. Felshaut. Ja, ich hoffe, dass wir den Mercy-Counter nicht ausnutzen müssen für einen Leggy. Wir ziehen Bluthorn. Nein, den wollen wir nicht. Und Schmieder. Der hat eine coole Animation. Die sieht recht witzig aus, aber auch nicht erwähnenswert. Gehen wir weiter. Im Progress verderbne Schrei ist sehr gut. Ein Defense-Steiger plus Rundenmeter. Kurzer Tiefherz ist so im Prinzip die günstige Variante, wenn man einen Genauigkeitssteiger braucht. Habt ihr in Arena nicht genug Genauigkeit? Könnt ihn als ersten drankommen lassen, wenn ihr zum Beispiel keinen Yoshi gemacht habt. Dann Genauigkeitssteiger und dann die Debuffs entfernen. Kann gut funktionieren. Gut, Cold Heart. Reden wir nicht drüber. Immer noch absolute Meta in vielen, vielen Bereichen. Einfach ein super Champ. Selbst bei der Spinne 25, trotz des Nerfs oder beziehungsweise des Limits, den der Boss hat, immer noch ein sehr, sehr guter Champ. Vorreiter. Weiter geht's. Bollwerk. Ein Monster. Definitiv. Wer anfängt oder noch im Midgame ist, eher super am Clan-Boss. Er ist echt eine Waffe. Ich habe auch schon zwei, drei Videos zu ihm gemacht, soweit ich weiß, zumindest, wo man am Clamo spielen und man auch sieht, was man ihm machen kann. Jo, wir haben da jetzt schon die zweite Kotat gezogen. Wir haben jetzt, na gleich haben wir 30 Splitter weg. 30? 30. Und wir haben auch nichts gezogen. So. Mossy Counter ist bei 62. Weiter geht's. Sünder. Auch ein guter Champ. Ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Wear. Nein. Justitia wollen wir natürlich nicht haben. So,
Leute, 4 Minuten pures Opening. Oh, unglaublich, wir klicken weiter. Wir klicken. Oh, was haben wir epischen? Haben wir schon? Hm, haben wir schon. Die wurde vor kurzem geändert. Zumindest hat sie ein neues Avatarbild bekommen. Sie macht ganz gut Schaden, ist halt leider ein bisschen squishy. Eigentlich, selbst wenn es kein Kriegsserver, wenn es wenigstens ein Leggy wird, den man noch nicht hat, wäre das gut. Weil mein Leggy oder meine Leggy-Anzahl bei Voids ist eine Katastrophe. Ich habe echt extrem wenig Void-Leggys. Extrem wenig. Jetzt, ja, man kann sehen, wie man will. Ich sag mal so, ich kriege immer die gleichen. Es wäre schön, wenn man was Neues bekommt. Ne? Ich habe keinen Eitos, keine Blindseer, keinen Valor. Das sind also Wünsche, die man hat. Die hat aber jeder. Ein Krisk tatsächlich brauche ich nicht mehr. Glücklicherweise wünsche ich lieber, dass sie jemand anders bekommt. Shamael, guter Damage-Nuker in der Arena. Der Triple-Hit ist ein Single-Target-Nuke. Nuke und dann greift ein Gegner dreimal, ignoriert 25% der Ziel-Defense, ignoriert weite 25% für jeden Buff, dem dieser Champion unterliegt. Wenn ihr den vorher bufft mit drei Buffs, wie auch immer, dann ignoriert er 100% Defense. Ja, dann braucht ihr kein Wildset. Und 100% Defense Ignore könnt ihr dann auch wirklich eine Duchess komplett runterhauen, einen Bergkönig runterhauen, einen Christ rausnehmen. Also funktioniert sie sehr gut. So, weiter geht's. Nö. Nö, nö, nö. Nein. So, wir haben jetzt schon 40 Splitter geöffnet. Ach Gott. Muss man sagen, ach Gott, Verderbnisfeuer ist ein guter Champion, gerade wenn man Kampagne fahren will. Er ist der schnellste. Und da er geringen Base-Speed hat, den man aber da nicht braucht, weil man einfach mit 0 Speed im Prinzip laufen kann. Also man kann wirklich mit dem Base-Speed laufen, seid ihr dort wirklich safe. Kann er da wirklich sehr gut machen. Da geht er gut ab. Schnellanimation, AI immer auf 1 machen und schon geht's ab. So, wir sind bei 66. Restsplitter. Mercy Counter steht bei 78. Als Info für euch. Ich würde sagen, das sieht nicht gut aus. Die dritte Kotat. Das Schlimme ist, bei Kotat ist tatsächlich so, wenn man die einmal bekommen hat, dann regnet es die immer weiter. Nein. Nein. Nenn es ist Cold Heart Opening. Also wenn jemand eine Cold Heart braucht, soll er heute öffnen. Gibt es einige. Oh Gott. Schon super nervig, oder? Weiter geht's. Nein. Nein, 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 nein. Und wir ziehen den Wandler. Kopfschütteln geht weiter. Kopfschütteln geht weiter. Ihr wisst, es ist trotzdem doch fun, ne, Leute. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Dann ist es so. Ändern tut es nichts. So, weiter geht's. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Moment. So, weiter geht's. Drakonis. Nö. Wollen wir nicht. Tatsächlich wollen wir das nicht. So, weiter geht's. Oh, das ist sogar gut, denn den habe ich noch nicht. Und man sieht schon Arena-Offensive. Tatsächlich fehlt er mir, darüber freue ich mich sogar. Das ist doch mal ein schöner Pull. Den habe ich nicht. Jetzt fehlt noch ein guter Legi. Dann hätten wir es. Schon wieder gut satt. Hm. Mal ein bisschen kalten Schluck drauf trinken. Ein bisschen Glücks trinken hier. So. Weiter jetzt. Und epischen. Und Rovan. Die zweite heute schon. Also man sieht, es ist eine Katastrophe. Bei mir ist Void eine Katastrophe. Es ist einfach so.
Void geht gar nicht. Warum das so ist? Sei es drum. Na gut, wir haben eine 0,5%ige Chance, ein Lady zu ziehen. Das ist natürlich nichts. Dazu kommt, dass wir nur 114 haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann was triggern, ist schon nicht so hoch. Das heißt, man sollte sich nicht zu viel Hoffnung machen. Jo, da war gerade übrigens Reliquia. Reliquia ist ein sehr, sehr guter Champ. Das muss man sagen. Reviver, Debuff, Remove. Funktioniert. So, nein. Den haben wir auch nicht. Den waren wir auch nicht. Und den wollen wir auch nicht. Im Prinzip wollen wir keinen Wehr mehr. Muss man mal ganz klar festhalten. Ja, Mikolos. Justitia. So, Mercy Counter stand 109. Wir betonen. Wir sind bei Mercy Counter 110. So, wir haben Suvayas Kind. Nö. Und Oboro. Gar. Single Target Nuka ist okay. Finde ich okay, aber. Ja, ich finde, sie braucht zu viele Bücher und Ressourcen, dass sie ihn wirklich im Endgame weiterbringt. Hm. Im Progress wahrscheinlich schon. Im Endgame eher nicht. So. Wir öffnen weiter Split. Wir haben noch 26. Ganz schön mies. 26 ist ganz schön mies. So, wir haben, wenn wir 14 Rest haben, dann haben wir 100 Stück geöffnet und haben bekommen nichts. Und da sieht man mal wieder, das sage ich in jedem Splitter-Öffnungsvideo, jedem Splitter sind einfach zu viel RNG. Dumm. Flickenvieh, auch so ein Food-Champ. Nein. So. Mercy Counter 124. Und wir haben 15. Painkeeper. Nein. So, jetzt haben wir 100 Splitter geöffnet und haben nichts. Einen zweiten Mordbruder kriegen wir. Und Bollwerk, nein. Ach, durchatmen. Durchatmen. 103 Stück geöffnet. Na gut, passt sogar. Dann machen wir kurz Futter. Wir brauchen nicht mehr viel Platz. Dann werden wir die kurz irgendwo reinjagen. Aber nur die lösen natürlich, dass wir jetzt natürlich ein paar gebrauchen können. Wenn sie nicht doppelte, würden wir uns freuen für den nächsten CVC. Das heißt, wir werden jetzt nur welche verfüttern, die einzeln sind. Eine Reliquie haben wir auch nur eine gekriegt. Das ist was auffällig. Den haben wir 3, den. So. 6, wie viel haben wir? 11, 10 Platz. Okay. Den letzten Splitter. Machen wir dann. Als Bonus. So. Und weiter geht's. Nope. Wie immer sehr enttäuschend,
Feine Voidsplitter sind immer enttäuschend. Ich sag's aber, ob ich jemals von Voids gesegnet werde, wir werden sehen. Ripperfist, Grüße an Achti. Er weiß warum. Fanatic. Nein, wollen wir auch nicht. Wen haben wir jetzt schon wieder? Einen Hund. Brauchen wir nicht. Verderbnis Feuer. So. Jo. Bewahrer. Oh, 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 oh. Echt jetzt? Guck, das ist doch super bitter. Super, super bitter. So, jetzt atmen wir durch. Lassen diesen Einsplitter da drinnen. Regen uns nicht drüber auf, denn das bringt überhaupt nichts. Regen uns nicht drüber auf. Nein, machen wir nicht, denn wir freuen uns über eine neue Arbeiter. Die dritte, glaube ich, jetzt schon. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne schließen wir das Video damit ab. Nein, komm, den Einsplitter machen wir auch noch. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert. Die Frage ist, was sollen wir mit einer Arbeiter? Ich weiß es nicht. Also noch einer. Sagen wir mal so. Noch einer. So. Der letzte ist auch nicht. Also, in diesem Sinne, Leute. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Habt ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Fafdorf. Ciao, ciao.